In der vorletzten Sitzungswoche vor der Sommerpause stehen wieder einige wichtige Punkte auf der Tagesordnung, beispielsweise die Reform der Pflegeberufe, ein berufliches Feld, das immer bedeutsamer wird in einer älter werdenden Gesellschaft. Hier soll die Ausbildung reformiert werden. Hier kann man zu Beginn 2 Jahre sozusagen gemeinsam ausgebildet werden. Dann kann man sich spezialisieren, wenn man das möchte. Also eine wichtige Reform in einem wichtigen Berufsfeld. Ein zweiter Punkt ist die Finanzierung verfassungswidriger Parteien, die wir unterbinden wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die NPD ist eine verfassungswidrige Partei, verfolgt verfassungswidrige Ziele, ist aber zu unbedeutend, um verboten zu werden. Und dann sagen wir, in solchen Fällen kann es aber nicht sein, dass solche Parteien dann weiterhin Finanzmittel aus dem Steuersäckel bekommen. Das wollen wir ändern, auch ein wichtiger Punkt zur Parteienfinanzierung in einer Demokratie, der auf der Tagesordnung steht. Und schließlich das Thema Incirlik, lange bekannt, das Parlament muss auch die Möglichkeit haben, Soldaten im Auslandseinsatz zu besuchen. In der Türkei wurde das jetzt häufig verhindert und nicht zugelassen. Das halten wir für falsch. Die Bundesregierung hat hier gut vorgearbeitet durch die Bundesverteidigungsministerin. Wir stimmen einer Verlegung zu.